So. Hier ist Ihr neues Zimmer. Und Ihr neuer Mitbewohner ist auch schon da. Hier, Podcast. User in your channel started recording. Siehst du, es geht doch. Das war eine schöne erste Sendung. Können wir jetzt aufhören? Gerne. Ich schenke mir noch ein bisschen Tee ein. Mir ist zu warm für Tee. Jetzt schenke ich mir noch ein bisschen Tee ein. Chrysanthementee. Chrysanthemik zu Ihrem Vergnügen. Haben wir noch Chrysanthemen? Das erinnert mich an einen meiner Lieblingspodcasts. Das Leben des Sunday Morning. Wir können ja ein bisschen über Podcasts reden heute. Podcast ist ein gutes Thema. Ja. Ich habe mir nämlich keine überlegt. Ich auch nicht. Ah, sehr gut. Ich habe nur gedacht, vielleicht erzählen wir es tatsächlich so, wie wir dazu überhaupt gekommen sind mal. Ursprünglich. Zum Podcasten. Und zum Hören und zum Sprechen und so überhaupt. Können wir mal gucken. Okay. Wo wir landen. Ja. Hallo, Flo. Hallo. Fangen wir an? Oh ja. Hallo, gut. Flo. Morgen. Abend. Wobei ich gelernt habe, man spricht in Podcasts nicht über Tageszeiten, Sendezeiten und Daten. Ich weiß, wobei manche geben ja den Daten, also das Datum, die Daten so vorne an, aber das sind meistens welche, die irgendwas Aktuelles besprechen und tun wir das nicht? Weiß ich nicht. Wir haben ja eigentlich so gar keine Themen, die wir besprechen, deswegen ist das wahrscheinlich nicht so wichtig. Hi. Na, darf man noch trinken in Podcasts? Ja. Gut. Essen? Auch. Gut. Es kommt drauf an, was? Käsepizza. Das geht. Chips werden, glaube ich, nicht mehr so gern gesehen. Mhm, kann ich verstehen. Seit dem Podcast Chips Zwischenfall von 92. Oh, das war hart. 1892. Ja. Oh. Der Fotograf wäre fast explodiert. Gerade die Mayflower versenkt. Ja, B4. Ein tolles Spiel. Du hast bald Schlachtschiff versenkt. Ja. Ah. Das kommt mit dem Alter. Sind die Schlachtschiffe nicht mehr so das, was sie mal waren. Eher so Faltkajaks. Vom Aussehen her auf jeden Fall. Auch von der Technik her. Und von der Bedienung. Ja, du brauchst mindestens 2 Mann und musst viel drücken. Oh ja. Das Rudern ist so anstrengend. Geht so auf die Arme. Wenigstens werden da noch ein bisschen die Arme trainiert. Ja. Wer sind wir eigentlich? Wer will das wissen? Unsere beiden Zuhörer. Ich vermute, wir hätten für diese Folge sogar 4 Zuhörer und ich könnte sie alle mit Namen nennen. Ich mache es jetzt nicht, aber ich könnte. Datenschutz. Hi, Dela. Hallo, Jonas. Wieso strömen wir eigentlich nicht live? Hi, Alex. Weil wir die Aufnahme schon kaum hinbekommen haben. Und oh. Ich verstehe. Das waren aber jetzt nur 3. Ja. Die anderen wollen anonym bleiben wegen Datenschutz und so weiter. Kann ich verstehen. Die haben die Cookies nicht akzeptiert. Ja. Die haben mir auch komisch geschmeckt, muss ich ja zugeben. Ja, das war, weil wir... Du wirst kaum glauben, dass es keine Schokolade ist, Schokolade verwendet haben. Ich konnte kaum glauben, dass es keine Schokolade ist. Es war braun. Und es schmeckte ein bisschen nach altem Hasen. Ja, aber es heißt doch, alles schmeckt irgendwann nach altem Hasen. Selbst Hühnchen. Außer Dinosaurier. Naja, da ist die Wissenschaft sich ja noch uneinig.
gerade die Pflanzenfresser. Sind sich da sehr uneinig? Ja. Ich traue ja Wissenschaftlern eher, wenn sie auch Fleisch fressen. Das kann ich verstehen. Einige meiner besten Freunde sind... Nein. Wissenschaftler. Ich habe keine Freunde. Ach, du hast mich. Eben. Ja. Ich mag dich nicht. Ich dich auch nicht, Flo. Das ist der Beginn eines wunderbaren Podcasts. Ah, ich habe das Gefühl, ich bin zu laut. Ja. Und du riechst komisch, aber das hat jetzt ja nichts mit zu tun. Ach, Flo. Ach, Schnupsel. Du wolltest wissen, wie wir zum Podcasten gekommen sind. Ja, ich dachte, da könnten wir mal drüber reden, weil ich höre jetzt, glaube ich, seit 10 Jahren Podcasts oder so ungefähr. Warum? Ich habe keine Ahnung. Irgendwie bin ich mal drüber gestolpert. Hm. Ich habe mal so in die Liste geguckt, so von den allerersten ist, glaube ich, keiner mehr. Doch, einer ist noch dabei, ein Englischsprachiger. Mhm. Aber ich höre auch fast nur Deutsche. Weil die sprechen Deutsch und nicht Englisch. Da muss man nicht bei aufpassen. Na gut, das muss man eh nicht bei Podcasts. Hallo, das ist kulturell und qualitativ und hochwertig und so. Ja, Gegenbeispiel Bildungsauftrag. Was war denn so dein erster Podcast, den du gehört hast? Ihre Verbindung wird gehalten. Mein erster Podcast. Lässt du meine Verbindung los? Nein, die knubbelt so lustig. Mein erster Podcast müsste wirklich methodisch inkorrekt gewesen sein. Oh, dann bist du ja doch erst später dazu gekommen. Ja. Ich verpasse ja prinzipiell erstmal alle Trends und habe dann durch deinen Stephen King mit Podcast Jonas, der mich ja auch schon zu so, sagen wir, Zeitfressern wie Twitter verleitet hat, dann auch irgendwann dazu verlitten, in diese ominösen Podcasts reinzuhören und, was soll ich sagen? Da war es um dich geschehen. Habe ich gemacht. Ja. Und seitdem abonniere ich viele Podcasts. Ich glaube, ich bin damals so zu den ersten, muss auch Not Safe for Work gehört haben. Damals war wirklich ganz am Anfang noch. Hm. Und das war ja dann auch so incestuös, wie es heute auch ist. Da wird das mal erwähnt, dann hört man das. Da wird das dann erwähnt, dann hört man das. Und irgendwann hat man dann mehr Podcasts abonniert, als man Zeit hat. Hm. Aber das ist egal. Man hat ja sonst kein Leben. Also ich habe ja sonst kein Leben. Ja, und dann kam irgendwann auf Twitter mal die Hallo Alex auf uns zu, also auf mich. Ach, die Alex. Ja. Ob ich denn nicht mal Lust hätte, beim Spieleabend mitzumachen. Mhm. Wenn sich die Hörer hier fragen, warum sie den Spieleabend-Podcast nicht finden, den gibt's nur live. Das ist kein richtiger Podcast. Es gibt zwar so im Netz versteckt ein paar Aufnahmen, aber die findet man nur, wenn man wirklich gut sucht oder wenn man ganz lieb bitte, bitte sagt. Und ganz ehrlich, der ist auch zum Nachhören gar nicht so gut geeignet. Macht einfach mit, wenn man will machen. Ja, mitmachen macht mehr Spaß. Ja. Ja, da habe ich dann auch Leute kennengelernt wie den Spotto und den Stefan. Stimmt. Ja. Stimmt, die habe ich, glaube ich, auch daher das erste Mal so. Ne? Mhm. Ja, und sowas sorgt dann halt dafür, dass dann so die Abo-Liste sich dann doch wieder ein bisschen erweitert. Gott, ja. Und dann sitzt man da und drückt auf Aktualisieren und merkt,
nur weil man viele Podcasts abonniert hat, schmeißen die Lieblingspodcasts trotzdem nicht öfter Folgen raus. Ja, dieser verdammte Sunday Morning nur einmal pro Woche. Ja, warum ist denn nur einmal die Woche Sonntag? Ja, das frage ich mich ohnehin. Das kann die EU mal ändern. Und aber dann nein. 6 Montage dafür, das ist toll. Also, ja. Ach, nee, nee, nee. Ja, nee, Not Safe for Work war so ein Podcast, den ich lange abonniert hatte und der ist mir lange echt schwer viel zu hören. Wobei ich nicht sagen kann, warum. Er war eine Zeit lang ziemlich gut, aber irgendwann ist er dann auch wieder so, ja, wie soll man das denn am besten ausdrücken? Aufgeweicht. Ist kein gutes Wort. Ist das Alter. Ja. Ich glaube, der hatte seine Zeit. Ich weiß nicht, ich finde den eigentlich immer noch hörenswert, auf jeden Fall. Vor allem muss ich wirklich sagen, das ist der Podcast mit dem abgefahrensten Intro, das ich kenne. Und ich höre es allein wegen dem Intro jedes Mal. Ist ja, ist es überhaupt Not Safe for Work oder ist es Freakshow? Okay, vielleicht hatte eine Freundin von mir dann doch recht, dass wir statt alt und verbittert doch lieber alt und vergesslich heißen sollten. Oder alt und verwirrt, oder? Alt und wirr, ja. Das macht aber nichts. Weil die 4 Leute, die uns zugehört haben, haben spätestens jetzt abgeschaltet. Na, hoffentlich. Und jetzt können wir anfangen, über Leute herzuziehen. So, also. Ach so, ich dachte, die Hose aufzumachen. Welche Hose? Das Fell zur Seite zu kämmen. Na. Oh ja. Der Buschdoktor. Damit wäre dann auch klar, dass wir einen Explicit Tag brauchen. Ja, natürlich. Ich vermute, wir werden öfter mal Ausfälle haben. Ja, und Einfälle. Ja. Und Durchfälle. Ach, bei der ganzen Scheiße wäre das jetzt kein Wunder. Das ist richtig. Mhm. Aber wir waren ja noch mittendrin. Im Spielabend. Durchfall? Ja. Der lief dann einige Jahre und ja mittlerweile wenigstens ab und zu nochmal. Und dadurch und durch Twitter hat man auch interessante Leute kennengelernt, wie die Dela. Hi Dela. Hallo Dela. Und andere. Fallen dir welche ein? Den René. Nein, ich sagte interessante Leute. Die Frau Lila. Ja, das stimmt. Hallo Frau Lila. Die Frau Melone. Jeden unserer Hörer. Hallo Frau Melone. Ich glaube nicht, dass die uns alle hören. Sie müssen, weil wir sie erwähnen werden. Ja, aber... Und sie werden sich wundern, warum. Und dann werden sie reinhören. Und dann werden sie sich freuen, dass wir sie gegrüßt haben. Ja, und dann werden sie uns entfolgen. Und dann werden wir uns freuen, dass wir endlich eine überschaubare Timeline haben. Ja. Haben wir uns auch im Spieleabend kennengelernt? Ich glaube, wir kannten uns vorher zumindest twittertechnisch schon ein bisschen. Aber wie das passiert ist, weiß ich auch nicht mehr. Ich gebe Dela die Schuld. Okay. Oder der Alex. Oder Alex. Wobei Dela tatsächlich eine der ältesten Twitter-Kontakte ist, die ich habe. Das ist richtig, das geht mir auch so. Ja. Also nicht der ältesten, aber ja. Wo man sich am längsten folgt. Genau, das meine ich damit. Ach ja. Ja, und dann landet man halt irgendwann bei so Veranstaltungen wie dem Podstock. In diesem Fall 2016. 15. 15? Oder? Nein, 16. 15. 16.
Wir können das jetzt länger diskutieren, Hasenjagd. Aber ich habe recht. Entenjagd. Na, das wo in Sorschied war. Ja, 16 und 17 war das. Echt? Ich habe nicht ausgesetzt? Ich war wirklich da die letzten 3 Jahre? Ja, du warst letztes Jahr nur einen Tag da, aber du warst da. Ja, natürlich war ich nur einen Tag da. Ja, sage ich doch. Es hat ja auch geregnet. Hat es geregnet? Ja, natürlich hat es geregnet. Aber dann kam die Sonne raus. Stimmt, ja, ich erinnere mich. Es war wie Woodstock. Ja, nur mit weniger Drogen. Und weniger Sex. Aber mehr Podcast. Das ist richtig. Ja, sind wir halt als Nicht-Podcaster hingegangen. Stimmt. Und es hat nicht lange gedauert danach. Für dich nicht und für mich nicht. Ja. Ja, ich gebe es zu. Stimmt. Ja, bei mir war das aus einem unüberlegten Spruch entstanden. Dela hatte irgendwann auf Twitter gefragt, was man denn so von Stephen King lesen müsste, wenn man so das Essentielle nochmal lesen möchte. Mhm. Da hatte ich geschrieben, ja, alles hängt alles zusammen. Da bist du ein bisschen unterhalten. Mhm. Und dann habe ich als Witz geschrieben, wir können hier alles von vorne lesen und dann einen Podcast drüber machen. Bam, bam, bam. Ja, 2 Wochen später ist die erste Folge erschienen. Wir haben dann ja ganz schnell noch Jonas ins Boot geholt und haben uns dann für Gäste entschieden. Mhm. Das war eine gute Idee, so haben wenigstens eine Person dabei. Die das Buch gelesen hat. Ja, und die nicht komplett debil ist. Hi, Dela, hi, Jonas. Ah. Falls ihr euch fragt, ich mache jetzt mal schamlos Werbung. Es ist der König-Bube-Dame-Gast-Podcast. König-Bube-Dame-Gast-Podcast. Ja. Er ist sehr gut. Naja. Okay. Wir haben zumindest unseren Spaß und manchmal sind wir nicht ganz debil. Ja, und du? Ja, ich bin auch manchmal nicht ganz debil. Okay, das glaube ich dir mal. Ja, ne, Podstock. Und danach, also davor schon natürlich schon überlegt, ach, sollst du nicht auch mal. Aber will das überhaupt jemand hören? Und nach dem Podstock war es mir eigentlich egal, ob es jemand hören will. Deswegen machen wir das hier auch. Richtig, richtig. Das ist ja irgendwie reine Audio-Selbstbefriedigung. Ja, das Flap, Flap, Flap ist nicht der Stuhl. Oh nein, das ist die Fledermaus in meiner Hose. Ja, und dann habe ich meinen Balkonistan-Podcast angefangen und über Pflanzen geredet und über Messer. Und jetzt bin ich hier alt und verbittert. Ja. Mit Chrysanthementee. Trinkt mehr Chrysanthementee. Ich habe nur Wasser. Kaltes, klares Wasser? Ja. Sehr schön, sehr schön. Aus dem Napf. Wie es sich gehört. Wie es sich gehört. Ist es wenigstens diesmal dein Napf? Darüber reden wir nicht. Na gut. Worüber reden wir dann? Haben wir noch Themen? Grüße an Themen? Worüber können wir noch reden? Wir können darüber reden, wie wir auf die Idee kamen, diesen Podcast zu machen. Wie kamen wir eigentlich auf die Idee, diesen Podcast zu machen? War Alkohol im Spiel? Nach dem letzten Spieleabend war Alkohol im Spiel. Oh. Ja. Wir haben dann noch bis spät in die Nacht virtuell zusammengesessen und haben uns darüber aufgeregt, dass früher alles besser war. Oder zumindest alles früher. Und dann ist es passiert. Ja. Einfach so. Zum allerersten Mal. Wer hätte das ahnen können? Die Ahnen? Nein, die wissen nicht, was Podcast ist.
Stimmt, die hatten auch Rundfunk. Ja, es ist irgendwann dieser verhängnisvolle Satz gefallen. Oh, das hätten wir eigentlich aufnehmen können. Das wäre lustig gewesen. War es ja auch. Ja. Gut, wir hätten es nicht aufnehmen können, weil wir da heute schon technische Probleme mit hatten. Ah, die Technik. Ja. Ohne ging es einfacher. Tja. Aber dann hätten wir jetzt quasi vier Leute um uns herum sitzen und müssten reden. Naja. Die gute Technik. Was würden wir denn ohne sie machen? Wieder DVDs ausleihen? Ich mag DVDs. Dann hängt man nicht von schlechten Internetverbindungen ab. Das ist richtig. Aber ich bin ja auch ohnehin ein Fan von eher obskuren Sachen, die es auf den modernen Streamingdiensten gar nicht zu finden gibt. Mhm. Können wir auch irgendwann mal drüber reden, vielleicht. Du schreibst mal auf der Liste möglicher Themen. Ja, klar. Als würde ich das machen. Dann schreibe ich es mir auf meine virtuelle Liste. Ich merke es mir einfach. Was wollte ich jetzt machen? Ach, scheiße. Da was aufschreiben, glaube ich. Ja. Okay. Floß Verhältnis zu obskuren DVDs. Wir nennen dieses Ding Themen. Wobei mein Verhältnis jetzt vielleicht anders ist, als du vermutest, weil das Loch in der Mitte ist zu klein. Aber da reden wir ein anderes Mal drüber. Okay. Was wollen wir eigentlich hier in diesem Podcast machen? Labern, improvisieren und mit unseren Handpuppen spielen? Stimmt, die Handpuppen waren ein wichtiger Bestandteil. Darf man Muppets sagen oder ist das geschützt? Okay. Endlich jemand, der es mal ausspricht. Ja, das muss man mal klar sagen. Ja, jede Wahrheit. Ich meine, Muppets sind Muppets, aber... ich glaube, wir können das Wort ruhig verwenden, weil wir rezensieren das ganze Jahr. Mhm. Wir sind ja fast selbst sowas wie Muppets. Das ist richtig. Mhm. Mein Proktologe sagt auch immer, hihi, jetzt sind sie wieder ein Muppet. Anyway. Erstmal ein Stück trinken. Gute Idee. Ein bisschen Chrysanthementee. Diese Sendung wird gesponsert von Chrysanthemen. Ah. Wir hätten uns wirklich Themen überlegen sollen vorher. Wieso? Wegen weil. Ach Quatsch. Die Leute schalten wegen uns ein, nicht wegen Themen. Ah, wegen unserer engelsgleichen Stimmen? Wegen deiner. Lass mal überlegen. Worüber können wir... Ich habe irgendwo aufgeschrieben, wir wollen uns aufregen. Tun wir das nicht schon? Sind wir in Aufregerlaune? Wenn du möchtest. Du hast eben ganz schön geflucht, als das Technik nicht funktioniert hat. Nein, ich habe die Technik mit Worten motiviert. Ah, so nennt man das. Und der Technik ihre Mutter. Die heult jetzt noch. Ja.
bin eigentlich immer in Aufregerlaune. Das ist gut für den Blutdruck. Geht so. Wieso habe ich mir als Notiz aufgeschrieben, heute gibt es warme Mettbrötchen und die letzte Ölung? Ich weiß es nicht. Aber das Rezept klingt gut. Wenn ich jetzt sage, und damit hätten wir einen Sendungstitel. Naja, ich könnte ja erzählen, dass ich letzte Nacht von unserem Podcast bereits geträumt habe. Oh ja, erzähl davon. Es war ein wundervoller Traum. Ich saß auf dem Bordstein vor einer Bank, also einem Geldinstitut, kleiner Bank. Und dann hat plötzlich das Telefon geklingelt in einem der hinter mir geparkten Autos. Also bin ich rangegangen. Die Person hat sich gewundert, warum ich rangegangen bin, weil das Telefon geklingelt hat. Blöde Frage. Seit wann gehst du ans Telefon, wenn das klingelt? Denn nur wenn es klingelt. Sonst nicht so gern. Okay. Und dann bin ich da zurückgegangen. Es saßen noch andere Leute da neben mir auf diesem Bordstein. Und wir haben uns unterhalten. Und dann kam der Teufel vorbei. Er sah aus wie in diesen alten Filmen oder Serien, also diese komischen spitzen Haare und so ein Ziegenbärtchen und so. Und, er hat ein paar sarkastische Bemerkungen gemacht. Ich erinnere mich nicht mehr genau, was. Ist auch nicht so wichtig. Und ich habe nur gedacht, wenn heute schon morgen wäre, dann würde ich dem jetzt unseren Podcast vorspielen und dann würde er aber blöd gucken. Wahrscheinlich so wie unsere Zuhörer im Moment. Wollte gerade sagen, das ist nicht so weit an der Realität vorbei, wie du vielleicht glaubst. Ja, aber das Interessante kam ja erst noch danach. Oh. Weil dann gab es Döner. In einer Plastikschüssel, so in Einzelteile zerlegt. Und während ich da so gegessen habe, habe ich noch ein Stück Fleisch gegriffen, es in die Knoblauchsoße getunkt und beim Essen festgestellt, das ist gar kein Fleisch, das ist Leberwurst. Oh, nom, nom. Der nächste Gedanke war, das schmeckt aber nicht gut. Dann bin ich schreiend aufgewacht. Ja, es war auch keine Knoblauchsoße. Ich sag dir, der Teufel kam vorbei. Ich mag deinen Kopf. Ja, es ist manchmal ganz lustig. Ich glaube, ich würde mehr interessante Sachen träumen, wenn ich öfter schlafen würde. Aber das mache ich ja irgendwie doch relativ wenig. Also an sich kann ich Schlaf nur empfehlen. Ich habe auch gehört, das wäre für die geistige Gesundheit echt gut. Das kann ich nicht beurteilen. Aber so an sich als Freizeitbeschäftigung kann man Schlaf echt machen. Ich werde es am Wochenende mal ausprobieren, glaube ich. Es soll ja auch wieder kühler werden. Ja. Es wird Zeit, dass dieser Sommer endlich vorbei ist. Ja, und Winter kommt. Ach, der Winter. Meterhoch Schnee. Ja, Yetis. Überall erfrorene Eichhörnchen. Ah. Dann kann man Eichhörnchenfechten spielen. Das macht Spaß. Ja. Ja, darf ich zu fest zuschlagen? Das zersplittert dann immer so. Und die kriegt man so schlecht aus den Fingern wieder raus. Ach. Sollen wir also sagen? Kinder, Handschuhe tragen. Ja. Holzsplitter sind kein Problem. Eichhörnchensplitter schon. Ja, Eichhörnchen sind der Teufel. Ja. Aber wenn sie unseren Podcast hören, dann sind sie bestimmt verwirrt. Und kommen auf deinen Döner. Auf deinen Leberwurstdöner. Ich mag Eichhörnchen. Ah. Weißt du mittlerweile, warum du die letzte Ölung notiert hast? Ich bin mir nicht sicher. Nein. Aber apropos warme Mettbrötchen und letzte Ölung, ich hatte heute einen Erste-Hilfe-Kurs. Erzähl mal. Es ging erschreckend lange darum, wie man Menschen ein menschenwürdiges Sterben ermöglicht.
Ich habe das Gefühl, ich war im Letzte-Hilfe-Kurs. Aber es hat mir gefallen. Das ist doch schon mal wichtig. Hast du noch was gelernt? Ja. Gut. Ja. Und jetzt bin ich quasi der Sicherheitsbeauftragte in Sektor 7G. Die brauchen dringend einen vernünftigen Sicherheitsbeauftragten. Ja. Endlich kann ich meinen Mumu anziehen. Ach, so eine Mumu. Tja. Mehr hatte ja früher nichts. Ja. Naja. Wir hatten früher das Internet und da gab's wenigstens Pornos. Nicht wie heute nur krude rechte Meinungen. Und Upload-Filter. Ach. Wo jetzt jeder gucken muss, ob es Mumu schon mal irgendwo gegeben hat. Oder ob die Muppets geschützt sind. Ja. Aber wo wir bei dem Thema Pornos und Muppets sind, ja, möchte ich dir einen Film vorstellen. Das verspricht ein großartiger Abend zu werden. Ich nehme mich schon mal zurück. Ein Film aus dem Jahr 1976 mit dem schönen Titel Let My Puppets Come. Ja, genau das ist es auch. Es ist ein Muppets-Porno. Produziert von dem Studio, das auch Deep Throat gemacht hat. Und es enthält tatsächlich sehr viele Sexszenen, also entweder zwischen Puppen und Puppen oder zwischen Puppen und Menschen. Okay, damit wäre meine erste Frage zumindest beantwortet. Und es ist ziemlich sicher, dass es tatsächlich der erste Film dieser Art war, den es überhaupt gab. Der Untertitel war übrigens Sexy Muppet Movie, also die durften Muppet verwenden. Okay. Ja. Waren es auch die originalen Handpuppen? Nein. Also Kermit hat sich nicht in Bacon und Ernie und Bert waren auch nicht dabei, wie wir die Woche ja gelernt haben. Naja, eigentlich wussten wir es alle, also schon. Huch, nein, warum ist mein Anal... Warum ist dein Anal was? Wenn man einmal nicht aufpasst, wird alles schwarz. Ja, ich sollte zum Arzt gehen. Nein, mein Bildschirm wurde schwarz. Und ah, na, dann geht's ja. Ich lese hier gerade, dass zwei der Puppen in diesem Film starke Ähnlichkeit mit Waldorf und Statler hatten. Nein! Was wir ja auch. Nein! Ich muss echt mal gucken. Ich hatte ihn irgendwann mal auf YouTube gefunden, aber es war auch nur die gekürzte Fassung. Ein Best-of, oder? Es gibt zwei Fassungen. Eine gekürzte Fassung mit 45 Minuten und die Uncut-Version mit 75 Minuten. Das darf nicht wahr sein. Ich vermute, dass alle Puppensex-Szenen rausgeschnitten wurden. Ja, YouTube. Das könnte schon sein. Ja, aber diese Version gibt es halt auch offiziell zu kaufen. Das ist schon zumindest 80% verstörend. Ach, du hast ja keine Ahnung. Und ich bin ein bisschen froh darum. Andererseits, alles für die Wissenschaft. Es gibt zum Beispiel eine Pornocchio-Puppe. Du kannst denken, was wächst. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja. Ja. Ja, ach.
Also wir werden, glaube ich, immer mal wieder ein paar interessante Themen finden. Das befürchte ich beinahe. Gedanklich bin ich irgendwie abgedriftet in Richtung Marionetten und Bondage, aber... Oh nein! Wenn er schon so nachdenkt. Ich glaube, da gibt es auch eine Szene, aber ich bin gerade hier über Wikipedia von diesem Artikel auf den Artikel Adult Puppeteering gestoßen. Und vielleicht heben wir uns das doch mal auf für ein anderes Mal. Oh Gott, gibt's da viel. Yay? Das weiß ich noch nicht. Ja, schön, dass wir so teasen können und unsere Horden von Zuhörern somit bei der Stange halten. Naja, zu den Filmen gehört auch Sachen wie Gremlins oder Ghoulies. Weil halt Puppen darin vorkommen und es sich eher okay. ein erwachseneres Publikum richtet. Also so tatsächlich Puppenpornos gibt es scheinbar weniger. Okay, Google. Nein. Tja. Hast du noch größere Themen? Natürlich. Das ist schön. Mein Fenchel geht langsam ein. Was auch ungewöhnlich sexuell klingt. Durchaus. Ich war gedanklich auch gerade bei, na, hoffentlich sprießt zumindest der Spargel. Aber dafür ist es wahrscheinlich zu spät. Ich glaube auch. Oh, was hast du denn da für eine grüne Stange in der Hose? Oder freust du dich, mich zu sehen? Nein, ich habe ihn lange nicht gewaschen. Ist das Sauce Hollandaise, oder? Ich glaube, wir brauchen keinen Explicit Tag. Nee, wir reden ja nur übers Kochen. Ja. Gekocht habe ich heute auch nicht. Es gab Reste. Mit was? Mit Baguette. Oh. Also quasi Pizza? Nein. Wobei, da habe ich jetzt heute Abend die Reste des Baguettes mit Tomate und Mozzarella gegessen. Das ist ja quasi Pizza. Fast. Teig, Tomate, Käse. Ich hatte heute auch Pizza. Pizza geht immer. Ja. Mit dem obligatorischen Chili-Soßen-Pentagramm und zu viel Käse. Zu viel Käse. Oh ja. Ja, ich hatte mir die Tage so ein Pack Ziegenkäse gekauft, der sehr lecker war, aber halt auch ein großer Klumpen, sodass es zu allem, was ich gekocht habe, halt Ziegenkäse gab. Oh. Ja, der Pudding hat ein bisschen komisch geschmeckt, aber sonst war es eigentlich ganz in Ordnung. Nom. Was für ein Pudding? Ziegenkäse-Pudding. Wobei Ziegenkäse-Pudding mit irgendwie heißen hier so Dingsfrüchten, so saure rote Äpfel, die anderen Bananen. Ja, bestimmt sehr köstliches. Das auch könnte tatsächlich interessant sein. Eine hipsterige Art und Weise. Also vielleicht nicht unbedingt so eingelegter mit Knoblauch oder so, aber uneingelegter. Nicht wahr? Ja. Einfach Ziegenkäse mit Stärke und Milch und Ei und ne? Halt so was? Klassisches Puddingrezept, nur halt mit Ziegenkäse statt Zucker. Fängt doch beides mit Z an, müsste funktionieren. Ja.
Das klingt auf jeden Fall besser als ein Leberwurstdöner. Ja, oder Atomkrieg. Naja, da wäre ich jetzt nicht so sicher. Ja, okay. Von einem davon kriegt man bestimmt Sodbrennen. Was für eine Leberwurst? Feine. Nee, das geht nicht. Nee. Ich habe letztens von jemandem gehört, der erzählt hat, ja, beim Frühstück esse ich dann eine Scheibe Brot und da kommt dann auf ein Viertel kommt dann Honig, auf ein Viertel kommt dies und auf ein Viertel kommt jenes und auf ein Viertel kommt dann Marmelade und Limburger. Oh. Nein. Doch. Nein. Doch. Vertrauen Sie mir, ich bin Wissenschaftler. Sowas wie Camembert oder so kann ich mir vorstellen, aber Limburger? Ach, Limburger ist doch auch nur Camembert mit Charakter. Na, was für ein Charakter? Ja, ein ordentlicher. Ich esse doch keinen Käse, der widerlicher ist als ich. Vom Charakter her. Und das will schon was heißen. Toll, jetzt habe ich Lust auf Limburger. Ich habe noch Baguette da. Das hilft dir nicht, aber... Das ist völlig richtig. Ich habe noch ein bisschen Käsepizza übrig. Ich glaube, ich habe noch 3 Scheiben Bacon im Kühlschrank. Das schreit nach einem Handy. Handy geploppt. Kann sein, dass mein Handy da gerade irgendwie gedacht hat, es müsste mal... Oh, apropos komische Geräusche und so. Mein Auto ist kaputt. Oh, das ist... Final kaputt. Oh, das ist ja noch unschöner als das vorherige kaputt. Also es fährt noch, aber es fährt so, wie Oma läuft. Alle warten auf das Ende. Ach, Oma. Hm. Und ähnlich wie bei Oma ist der Katalysator kaputt. Das ist nicht schön. Nee. Du weißt ja, ich hatte dieses Jahr auch schon eine Beerdigung in dieser Hinsicht. Ja, das ist richtig. Da war Oma komplett durchgerostet. Und der Restwert war einfach nicht mehr so, dass man hätte was machen können? Nein. Da hätte ich... sagen wir mal 3000 reinstecken müssen und der Restwert war da vollgetankt, war noch 500. Ja, ähnlich sieht es bei mir auch aus. Der Werkstatt sagte sowas wie Restwert zwischen 700 und 800. Und ich glaube, ein Großteil davon ist der Rost am Kotflügel. Und Reparaturkosten halt gleiche Größenordnung. Und ja, nein. Das ist ja auch nur jetzt quasi der akute Schaden. Die Tatsache, dass der Motor so langsam sagt, ich möchte nicht mehr, ist ein ganz anderes Thema. So, nun sind wir also auf der Suche nach einem neuen fahrbaren Dings. Nach einer neuen Oma. Nach einer neuen fahrbaren Oma, genau. Ja... Kauf den Diesel, die sind billig im Moment. Ohne Scheiß. Die Unterschiede sind gerade enorm zwischen Benzinern und Diesel. Aber ja, nein, kein Diesel. Nein. Was bringt ein Auto, wenn du nirgendwo mehr hin darfst damit? Eben. Gut, wir wohnen jetzt auf dem Land, hier ist es eh wurscht. Aber man will ja auch mal damit auf Arbeit fahren oder einkaufen oder... Man will ja nicht nur cool cruisen auf dem Kirmesplatz. Rede nur von dir. Okay, ich werde... naja. Ach, das führt jetzt, glaube ich... Meine Frau besteht ja auch drauf, dass wir ein Auto mit Scheiben und Fenstern hinten bekommen. Oh Gott. Das wäre jetzt für mich gar nicht so ausschlaggebend. Diese Ansprüche immer. Eben. Nein, du musst bei der Hochzeit Hosen anziehen. Ach, hör mir auf. Klapp den Klodeckel hoch, bevor du dich setzt. Also. Ja, ach.
Wir haben es nicht leicht. Das ist natürlich reiner Spaß, Frau. Wenn du das hier hören solltest, schlag mich nicht. Du bist stärker als ich. Das ist gemein. Mich darfst du schlagen. Ich mag das. Flo. Ja. Ja. Ach ja. So, und wenn ihr bis jetzt durchgehalten habt, jetzt kommen wir zu den Themen. Schockstarr. Dumbleweed. Gibt es so? Ein virtueller Dumbledore weht vorbei. Tja, so sind wir also zu dem Podcast gekommen. Genau. Wir wissen heute noch nicht, was wir damit machen sollen. Was damit machen wir sollen. Aber keine Sorge, wir haben für zukünftige Episoden tatsächlich Konzepte. Du sollst unsere Zuhörerschaft nicht anlügen. Na gut. Das wird jetzt jedes Mal so. Ja, aber vielleicht tatsächlich mit mehr skurrilen Themen oder mal mit Gästen oder mal mit tatsächlich improvisierter Comedy oder mal. Ich muss noch lustiger sein als heute. Ja, viel. Fuck. Und die sehen alle dein Gesicht nicht, sonst würden sie ja lachen. Oder weinen, wie ich. So traurig, so traurig. Das ist dein Qualitätsgesicht. Ja. Ja. Ach, so. VW-Qualität. War das eine Anspielung auf meine Abgaswerte? Junge. Warum hast du nichts gelernt? Warum hast du nicht wenigstens das Fenster aufgemacht? Mir schmelzen die Augäpfel. Ach ja. Augäpfel. Kompott. Ziegenkäse. Wie damals. Vorm Krieg. Tja, als die Schweden noch in Schweden waren. Und die Norweger auch. Und überhaupt alle. Mein Gott, war Schweden voll damals. Ja. Dann haben sie angefangen, Möbel zu bauen. Tja. Damit die auch alle irgendwo sitzen können. Dann hatten sie ganz schnell alle einsitzen. Alter Schwede. Wenn die alten Schweden eins gekonnt haben, dann war's. Sitzen. Das auch. Und dann haben sie angefangen, Boote zu bauen und wurden Wikinger. Und Wikönige. Wikwiener? Veganer heißt das. Ach so. Weil es gab ja auf dem Meer kein Fleisch. Nur Fisch. Und den musste man fangen. Und der schmeckt bestimmt nach Hühnchen. Oder Dinosauriern. Oder warmen Mettbrötchen. Aber die werden ja auch kalt, so auf dem Meer. Im Nordmeer. Wie die Wikinger. Deswegen haben die das ja angezündet, weil sie gestorben sind. Ah. Jetzt ergibt alles einen Sinn. Ja. Nein. Nein. Ach. Wir haben jetzt übrigens einen Twitter-Account. Oh. Der folgt dir nur noch nicht. Na ja, gut, das ist nicht schlimm. Ich kann mir auch nicht folgen. Falls ihr das hier hört und wollt mir folgen. Lasst es. Lasst es. Ich habe eher ein Schloss dran. Ich mag Menschen nicht so unbedingt. Mag man ja kaum. Ja.
Deswegen habe ich auch so Hobbys, wo man nichts mit Menschen zu tun hat, wie Podcasten. Und sonst? Ja. Gut. Der Tag ist bald vorbei. Zum Glück. Ich glaube, ich werde bald umfallen und vielleicht gucke ich noch ein paar alte Zeichentrickserien zum Einschlafen. Alt heißt? Naja, zwischen Anbeginn der Zeit und den 90ern. Ah. Je nachdem, worauf ich gerade Lust habe. Jura TV. Auch darauf werden wir bestimmt irgendwann mal zu sprechen kommen. Denn glaub mir, du erinnerst dich nicht mehr an Zeichentrickserien, die du kanntest, und du willst dich an sie erinnern. Ich erinnere mich sowieso an kaum was. Ich bin froh, wenn ich mich daran erinnere, dass wir gerade eine Folge aufnehmen und nicht einfach anfange, aus mir rauszugehen und das Mikrofon zu vergessen und spontan und frech und laut zu sein. Ja, das will keiner von uns. Nein. Sonst wird das wieder wie auf dem Podstock. Oh ja, da warst du spontan und frech. Du warst da? Nein. Doch. Doch, ich erinnere mich. Ich habe probiert, das Headset abzulecken. Ja. Du hattest eine Banane im Schritt. Oh ja. Sie war gelb. Wie es sich für eine echte Banane gehört. Und krumm. Wie es sich für meine echte Banane gehört. Und wurde braun, wenn man sie geschält hat. Wie es sich für meine echte Banane gehört. Und man kann Schokolade reinstecken. Hast du es nicht umgekehrt? Nein. Okay. Du weißt, es gibt diese Mikado-Stäbchen. Ist ja auch wurscht. Ja. Ich hatte gerade einen Katheter im Kopf. Lassen wir das einfach. Wie kommt der da hin? Durch die Banane direkt ins Hirn. Ich glaube, wir sollten aufhören. Wir werden schon wieder albern. Und das will niemand hören. Und liebe Zuhörer, wenn ihr durchgehalten habt bis jetzt, das gibt's jetzt jeden Tag. Oder regelmäßig alle paar Wochen oder so. Ich nehme dich beim Wort. Jeden Tag. Du kannst mich beim Wort nehmen. Nur ob ich dabei bin, weiß ich noch nicht. Oh. Wir könnten immer die interessantesten Themen des Tages besprechen. Ach, wenn ich mir die Nachrichten so angucke. Oh. Wie ist Gauland schon hier Geheimdienst-Chief? Oder ist Maaßen schon Innenminister? Oder ist Seehofer schon Kanzlerin? Ist Kim Jong-un wirklich der vernünftigste Politiker auf der Welt? Ein Wettbewerb zwischen Putin und Kim Jong-un. Wer gewinnt? Das ist natürlich unfair. Das kommt auf den Bären an. Das ist richtig. Beide Bären haben 2 BS. Das wäre mal wirklich interessant. Ich finde sowieso, Politik sollte mehr durch Arena-Kämpfe entschieden werden als durch lange Diskussionen.
Heute um 15 Uhr gehen Merkel und Seehofer in die Todeskuppel und nur einer kehrt zurück. Zwei gehen rein, einer kommt raus. Ja, das Prinzip erschließt sich mir. Das D in CDU steht dann für Deathmatch. Tja. Ich meine, guck dir die Welt an, es kann nicht mehr lange dauern. Ja, so theoretisch. Es kann nicht mehr lange dauern, bis wir so Mad Max-ähnliche Zustände haben. Oh, Mad Max. Ja, Mad Max. Oh ja. Rama Mad Max. Brötchen. Ein Superheld aus Hackfleisch. Ich Ach, habe mich nicht Traum. Auf Ideen. Dann haben diese Autos keine Stacheln, das sind dann Mettigel. Ach ja. So eine Apokalypse wäre schön. Nicht wahr? Ja, ich glaube, das bräuchten wir mal. Ein Weltuntergang mit Zwiebeln. Apokalypse mit Musik. Und heute für Sie an der Arschtrompete, Flo. Ja, bitte. Hallo. Aber das ist eh alles nur Wunschdenken. Die einzigen Arschtrompeten, die wir haben, sitzen in der Regierung und davor. Und am Mikrofon. Nein. Hallo. Hallo. Na? Wie geht's? Arschig. Was für ein Haufen gequälte Scheiße. Oh. So. Ist der Bildschirm wieder schwarz geworden? Nein, ich habe mein Tischbein weggetreten. Ach so. Das so einen Tisch habe ich auch, aber nicht hier. Denkbar schlecht. Vor allem, wenn man nur noch eins hat. Ja. Das ist nicht mal ein Tischbein, das ist ein Tischbock. Beinbock. Der kann dir nicht mal Ziegenkäse machen. Außer du. Egal. Wir melken keine Ziegenböcke. Nein. Nicht mehr seit dem Zwischenfall in den Anden. 73. Nie wieder Coca. Und nie wieder Cola. Nie wieder Hütchenspiel. Dieser Yeti hat doch beschissen. Dafür hat er dafür ein Glas Mayonnaise gewonnen. Ja, aber ich musste sie selbst machen. Ja, klar. Einer muss es doch tun. Und er hat meine Klamotten behalten. Ist gar nicht aufgefallen. Ich war ja vorher schon blau. Bevor er mich in den Schnee rausgeschickt hatte. Das lag aber nur am Andenschnaps. Ohne den wäre ich heute nicht mehr im Leben. Nie wieder Andenschnaps. Och. So schlecht war der gar nicht. 3 Jahre später konnte ich wieder sehen. Also. La Macquavit. Ja, wir haben schon viel erlebt. Tja. Manches davon sogar echt. Nein. Nein. Wobei. Tja. Ich kam gerade auf die Idee eines südamerikanisch-fernöstlichen Mixgerichtes. Alpak Choi. Ein paar Haare? Gekocht von Al Pacino. Oh, der hat in den letzten Jahren nicht mehr so gut gekocht. Der macht nur noch kalte Platten? Ja. Ach, scheiße. Ja, die Schauspieler sind auch nicht mehr das, was sie früher mal waren. Nein, sie sind alle tot.
Ach so, ja, das auch. Heutzutage ist das aber scheißegal, weil heute kann man die digital in die Filme einfügen. Da fällt das kaum auf. Es würde eh kaum auffallen bei den Filmen, die es im Moment so gibt. Ja. Man bräuchte gar keine Schauspieler mehr. Erinnerst du dich noch früher, als so das Fernsehen so B-Ware geliefert hat und das Kino wirklich groß war und Kultfilme gemacht hat? Und heute ist es ja auch nicht anders, aber schlimmer. Na, heute hat das Fernsehen doch mehr Qualität. Und mehr Werbung. Ja gut, das Fernsehen, ja. Ja. Ich rede jetzt von diesem zeitsouveränen Fernsehen. Muss ich ja gestehen, habe ich nicht so viele Berührpunkte mit. Ich eigentlich ja auch gar nicht, weil ich ja, wie gesagt... Du bist ja dein eigenes... Genau. Wie sagtest du schon, zeitsouveränes Fernsehen? Ja. Du wohnst in einer Videothek. Ja. Ich habe mal wieder Friends angefangen zu gucken. Und obwohl ich das gefühlt schon 100-mal durchgeschaut habe, habe ich wirklich eine Folge entdeckt, an die ich mich nicht erinnern kann. Das ist immer interessant, wenn man sowas hat. Das habe ich aber so bei ziemlich allen Serien, die ich schon oft geguckt habe und immer mal wieder gucke. Wahrscheinlich sind das die Folgen, die man einfach verdrängt. Aber die war wirklich gut. Obwohl es Friends war. Ja. Ich habe das meistens so im Sommer, dass ich irgendeine ältere Comedy-Serie so komplett wiederhole. Letztes Jahr waren es die Golden Girls. Die sind wirklich lustig. Ja, auch das heute stimmt. Noch, ja. Und dieses Jahr war es Hör mal, wer da hämmert. Ich wollte gerade sagen, Hör mal, wer da hämmert, wäre was ich gerne mal wieder schauen würde. Ja, es lohnt sich immer noch. Man merkt tatsächlich so in der letzten Staffel, Franz ist ein bisschen aus, aber das ist ja leider bei den Serien oft der Fall, wenn sie einfach zu lange laufen. Ja. Ich hatte auch vor 2 oder 3 Jahren hatte ich King of Queens nochmal geguckt. Da kann man ja die letzten Jahre gar nicht mehr gucken, da sind die Figuren ja nur noch Stereotype ihrer selbst. Also, schrecklich. Ich muss gestehen, dass ich wahrscheinlich gar nicht so weit jemals gekommen bin. Ich glaube, ich kenne wirklich die ersten 2 Folgen. Naja, oder 2 Staffeln oder ja. So. Wie viel gibt es davon denn? Ich bin mir gar nicht sicher, 8 oder so. Nee, so viel kenne ich davon nicht. Ja, später ist Doug einfach nur immer das unsensible Arschloch, das immer nur auf den eigenen Vorteil aus ist. Mhm. Und Carrie ist einfach nur die dumme Zicke. Und es macht dann irgendwie nicht mehr so richtig Spaß. Das glaube ich. Was ich ja auch sehr schön zu schauen fand, war die wilden 70er. Ja. Aber auch nur die erste Hälfte. Ja, auch hier ist es so gegen Ende. Genau. Oft ist das dann, wenn wirklich einige der Hauptdarsteller aussteigen und man die Serie aber zwanghaft noch weiterführen muss. Mhm. Das funktioniert einfach nicht. Apropos Dinge zwanghaft weiterführen und hast du diese neue Serie von dem Simpsons Erfindungsdings geguckt? Noch nicht. Okay. Steht auf der Liste. Dann sprechen wir da nicht drüber. Können wir ruhig drüber sprechen? Ich vergesse das eh alles wieder. Ich bin sehr spoiler-resistent. Soll ich dazu sagen, außer, kann man mal gucken, ist das schlecht. Gut, werde ich mal gucken. Mach mal. Dann können wir ja nochmal drüber reden. Ja, bis dahin habe ich wahrscheinlich wieder vergessen, worum es geht und muss es nochmal sehen. Ja. Aber da im Moment erst die erste Staffel auf diesem Dings da zu gucken gibt, ist das jetzt auch nicht die Welt, die man nachschauen müsste. Ja.
Das ist ja das Schöne an vielen der modernen Serien, dass sie einfach kürzer sind. Oh Gott. Ja. Es ist schon wieder spät für alte Männer. Dann machen wir diesen Podcast auch kürzer, oder? Meinst du? Wie hieß nochmal diese Serie mit dem... Nee. Diese Serie mit diesem Jungen und dem Mädchen. Ja. Wo er eigentlich voll der Psychopath ist und sie sich trotzdem in ihn verguckt und er sie dann doch nicht umbringen will. Vielleicht, oder doch, oder ich weiß nicht, weil ich es nicht weitergeguckt habe. Hä? Ich muss das googeln. Es war keine Comedy-Serie, oder? Naja, für mich schon, im Allgemeinen nein. Ich meine, es gibt hier einige Psychopathen im Fernsehen. Ich überlege gerade, was du meinen könntest. The End of the Fucking World. Ah. Ja, nee. Bist du noch da? Was? Nein. Ach, Gott sei Dank. War noch nie da. Ist schon wieder Freitag. Freitags bist du nie da. Noch ein paar Stunden, dann ist endlich Freitag. Endlich Freitag. Ich kann das diese Woche auch wirklich gebrauchen. Ich kann es jede Woche wirklich gebrauchen, aber... Irgendwie war mir zu warm zum Schlafen und überhaupt so genervt und... Ich hätte es gerne ein schönes, kühles Wochenende. Ja, es soll ja irgendwie auch so windig und so werden. Ne? Ja, ich glaube, ich werde dann lange schlafen Samstag. Dann stehe ich auf, mache mir einen Tee, gehe zurück ins Bett. Steigen. Ja, aber dazu muss ich das Bett nicht verlassen. Mist. Ich habe mich selbst geohrwurmt. Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Das ist auch in meinem Kopf. Ah. Ich hätte durchaus mal wieder Lust auf Drachen steigen, aber jetzt so wirklich mit ohne Metapher. Sondern mit Schnur. Schon lange nicht mehr gemacht. Glasfaserstäben. Dabei ist hier gar nicht weit ein sehr schöner Hügel, wo sich das prima machen lässt. Ja gut, du wohnst ja auch in Hügelhausen. Ja. Vielleicht glaube ich mir irgendwann mal ein Kind, dann habe ich eine Ausrede. Und das bin ich dann eine Schnur, die wiegen gar nicht viel, dann lasse ich das fliegen. Ja, das ist eine gute Idee. Hui. Tja, Flo. Tja. Was machen wir mit diesem Stück Podcast-Geschichte, die wir hier eingesprochen haben? Ich glaube, wir veröffentlichen das. Oh Gott, Gott, Gott. Ich weiß noch von jemandem, wo es wahrscheinlich zumindest nachhören wird, irgendwann. Und mir graut es davor. Ach, deine Therapeutin soll das nicht so eng sehen. Woher wusstest du, dass es um sie geht? Das wird der Beginn eines wundervollen Gesprächsthemas. Naja, naja. Wenn sie mich einlädt, freitags kann ich nicht. Verdammt. Ja. Da bin ich mal auf die Reaktionen gespannt. Ich auch. Und auf die Klagen. Ich auch. Machen wir eigentlich Intro dazu? Das entscheiden wir, ja. Okay. Und was ist mit Logo? Ja. Mal was. Okay. Cool. Und wer weiß, vielleicht schmeißen wir auch ein paar Outtakes hinten dran. Warte mal. Ich habe da vorhin mit aufgenommen, als es bei dir noch nicht geklappt hat. Das waren jetzt gar nicht die Outtakes. Ich dachte, wir schneiden vorne noch irgendwie eine Viertelstunde Show dran oder so.
Ich glaube, wir kriegen tatsächlich die vierte Stunde hier raus und der Rest der kommt einfach hinten dran als Outtakes. Okay. Oder vorne dran als Outtakes. Ja, kann ich machen. Gut. Gut. Da ich ja auch mitschneide, kann ich einfach meine eigene Show schneiden. Wir gucken mal. Wir veröffentlichen einfach immer zwei Folgen. Eine, die du bearbeitest, eine, die ich bearbeite. Hat mich eigentlich abgemacht, wir schneiden einfach gar nicht und labern den Scheiß einfach runter. Okay. Können wir auch machen. Mir doch egal. Ich schäme mich für nichts. Nein. Das sind alles meine echten Gefühle. Na gut, das vielleicht nicht unbedingt. Ja, hab keine Gefühle. Ja. Ja. Sehr schöne erste Sendung. Findest du? Nein. Sollten wir das öfter machen? Nein, aber wir werden das öfter machen. Ja, das stimmt. Freut euch jetzt schon auf die nächste Folge. Bitte reicht Themen ein. Wenn Christian die Let My Puppets Come geguckt hat und verstört wippend in der Ecke sitzt. Ja. Wir werden auch wieder über Muppets reden, versprochen. Muss ich mich darauf vorbereiten? Nein. Gut. Vielleicht ein bisschen, aber nein. Ich kann dir sagen, wer meine Lieblingsmuppets sind. Oh, in der nächsten Folge, ja, das ist ein perfekter Cliffhanger. Oh ja, das schreibe ich mir direkt auf in meine Notizen. Ja, neben die ich habe auch einen Lieblingsmuppet. Ja, direkt, der seine begehrenswertesten DVDs zeigen will. Direkt nach der letzten Ölung. Öffne dich, Notizen-Dingsel. Ja, so. Meister. Okay, Notizen-Dingsel, notiere. Was ist mein Lieblings-Muppet? Und wenn ihr das erfahren wollt, schaltet in der nächsten Episode auf jeden Fall wieder ein. Jetzt gibt's noch ein Outro. Du hast ein Outro gemacht, oder? Nein. Jetzt gibt's noch ein Outro, wenn er es gemacht hätte. Und ich kann eins einsingen. Okay. Bim 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 bim. Das war das Outro.